Ja, Theo Koll ist für uns in Paris im Innenhof des Élysée-Palasts. Theo Koll, dieses Treffen ist ein Treffen seit langem. Man hat doch eine ganze Weile jetzt nichts mehr gehört von irgendwelchen Verhandlungen. Aber es ist nicht nur ein Treffen, wie wir lernen müssen, sondern es sind mehrere Treffen. Was läuft da hinter Ihnen im Élysée-Palast? In wenigen Minuten wird das eigentliche Gipfeltreffen der Vier beginnen. Das hat sich etwas verspätet. Vorgeschaltet waren Zweiergespräche. Man hat also versucht, hier die beiden großen Themen Ukraine und Syrien dadurch zu verbinden, dass man Zweiergespräche vorgeschaltet hat. Erst um 12 kam Präsident Putin, hat sich mit Hollande zusammengesetzt. Das hat etwas länger gedauert. Die Kanzlerin hat hier um die Ecke im Auto gewartet. Die war eigentlich schon da, weil sie für 1 Uhr angesagt war und kam dann eine Viertelstunde später. Dann hatte sie ihr Treffen mit Putin. Und wenn das zu Ende ist, dann werden sich die Vier zusammensetzen zum Thema Ukraine. Das heißt also, man versucht hier im Grunde mit einem kleinen Ballett der Termine beide Themen abzuarbeiten. Und Poroschenko hat natürlich beim Thema Syrien eigentlich keine Rolle zu spielen. Ja, das ist wohl klar. Wir bleiben aber erstmal ganz kurz noch beim Thema Ukraine, denn da fragen wir uns, was hat man sich denn da heute vorgenommen? Man hört ja, dass Hollande ein bisschen vorgeprescht sei und hat gesagt, ja, wir sollten jetzt über die Sanktionsmaßnahmen gegen Russland noch mal nachdenken. Und man fragt sich allerdings, wo will man denn heute landen? Sie haben es vollkommen richtig gesagt. Man hat sehr lange nicht mehr in dieser Konstellation miteinander geredet. Minsk, die Vereinbarung war im Februar. Die besteht aus mehreren Teilen. Die Waffenruhe hat mehr oder weniger gehalten. Man muss sich vor Augen führen, dass vor Minsk täglich 30 Menschen gestorben sind in dem Konflikt in der Ostukraine. Das ist wesentlich besser geworden. Seit einigen Wochen schweigen die Waffen, mehr oder weniger. Aber der eigentlich wichtige Teil, der politische Teil, der ist überhaupt nicht begonnen worden. Das heißt, man hat ja verabredet die Grenzsicherung, man hat Wahlen verabredet. Und zwar Wahlen unter ukrainischem Recht, unter internationaler Kontrolle. Dann haben die Separatisten in der Ostukraine gerade eigene Wahlen angekündigt, die völlig gegen diesen Geist von Minsk und gegen die Vereinbarung verstoßen. Und das wird heute eines der zentralen Themen sein, auch gerade bei Poroschenko, dass er durchsetzen will, dass diese Wahlen so wie vereinbart unter ukrainischer Kontrolle und internationaler Aufsicht stattfinden. Und das kann natürlich Putin durchsetzen. Der hat die Möglichkeiten in der Ostukraine, er hat sie bisher nicht genutzt. Und ich vermute, das wird eines der Hauptgesprächsthemen sein. Als Sanktionshebel hat man hier natürlich die Sanktionen, die Ende des Jahres auslaufen. Das heißt also, Merkel und Hollande können dem russischen Präsidenten signalisieren, dass sie vielleicht doch noch nicht bereit sind, diese Sanktionen auslaufen zu lassen. Ja gut, also dass sich Putin davon selbst bewegt, das haben wir ja gelernt. Das ist wohl nicht der Fall. Vielleicht klappt das ja und vielleicht hat man auch bei dem anderen Thema etwas mehr Erfolg als die Kollegen, Staats- und Regierungschefs in den vergangenen Tagen, nämlich das Thema Syrien. Die Rolle, die Wladimir Putin da spielt, ist sehr undurchsichtig und die ganze Situation durch die Angriffe der russischen Truppen, die Luftangriffe in Syrien, hat die Lage eigentlich verkompliziert. Will man dazu heute tatsächlich miteinander reden oder was wissen Sie schon, was hinter den Vorhängen schon bereits abgesprochen wurde? Also soweit ich vorher gehört habe, wurden in den beiden bilateralen Gesprächen wurde natürlich Syrien angesprochen. Ich zeige Ihnen mal eine der französischen Zeitungen, Libération. Die hat heute Putin so dargestellt. Es beginnt heute eine große Andy Warhol-Ausstellung. Und was sie damit ausdrücken will, ist dieses Sphinx, dieses Changierende bei Putin, dass man im Grunde nicht wirklich weiß, woran man ist. Die Lesart der meisten Analysten hier ist, dass Putin natürlich mit diesen Luftschlägen versucht, seinen alten Verbündeten Assad zu stützen. Das heißt, die geäußerten Kritikpunkte, dass die Luftschläge der Russen gar nicht IS getroffen haben, sondern vornehmlich die eher moderate Opposition, die vom Westen auch unterstützt wird, hat natürlich hier zu großen Kritikpunkten geführt und zu Unmut, weil man sagt, das wird die Möglichkeit, die letzten Möglichkeiten einer Verhandlungslösung in Syrien auch noch zerstören, weil natürlich dadurch im Grunde auch die moderaten Kräfte im Land noch in den Extremismus getrieben werden. Ja, nun gibt es ja von außen sicherlich genügend Aufforderungen und Bitten an
die beiden Regierungschefs von Deutschland und Frankreich. Wenn man schon mal Wladimir Putin vor der Nase hat und mit ihm spricht, auch durch dieses Thema tatsächlich ernsthaft anzusprechen und weiterzukommen, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass diese beiden Themen, Ukraine und Syrien, in der Weise verknüpft werden, dass man, wenn man bei dem einen weiterkommt und ein gutes Prozedere gefunden hat, das andere vielleicht auch leichter zu lösen ist? Sie legen den Finger da wirklich auf eine Wunde der Realpolitik. Das ist die große Sorge der Ukrainer, dass sie sich jetzt bedroht fühlen von der Verbindung. Dass man sagt, okay, vielleicht wird der Westen den leichten Weg gehen, dass Putin in Syrien in dieser verfahrenen Situation hilft. Und gleichzeitig würde man ihm dann dafür in der Ukraine Zugeständnisse machen. Das weisen natürlich alle weit von sich. Wenn man sich machiavellistisch Realpolitik anschaut, ist es vielleicht am Ende doch so, dass es eine unausgesprochene Lösung gibt. Gibst du mir das eine, gebe ich dir das andere. Aber wie gesagt, das ist reine Spekulation. Das weisen alle weit von sich, dass man irgendwelche Kompromisse machen würde für ein Entgegenkommen oder eine Lösung in Syrien. Einschätzungen und Informationen live vom Élysée-Palast in Paris. Theo Koll, vielen Dank dafür.